Das Summer Game Fest Kickoff mit Jeff Kiele ist durch und wie versprochen gibt es jetzt täglich alle Infos rund um das Summer Game Fest und die E3. Was war das für ein Feuerwerk, Leute? Es ging gleich gut los und die wichtigsten Infos dazu gibt es jetzt in der 100 Sekunden Zusammenfassung. Wer jedes Detail sehen will, der kommt am besten in meinen täglichen Restream zu allen Showcases. Den Terminplan zu allen Shows findet ihr wie immer aktuell auf dem Endboss Discord, alle Links in der Bio. Ihr wisst Bescheid, ich freue mich auf euch und los geht's. Das Kickoff fing direkt stark an. Gearbox präsentierte den neuesten Borderlands-Ableger, was mit einem sehr erfolgreichen Add-on des zweiten Teils begann, bekommt nun mit Tiny Tina's Wonderlands ein gesamtes Spiel spendiert. Hideo Kojima persönlich hat es sich ebenfalls nicht nehmen lassen, am Kickoff teilzunehmen und kündigte den Director's Cut von Death Stranding exklusiv für die PS5 an. Natürlich gab es auch massig kleinere Indie-Games zu begutachten und natürlich viele Updates zu bekannten Games. Call of Duty bekommt massig neuen Content zur neuen Season mit neuen Maps, viel Zombie-Gedöns und mehr. Rocket League bekommt aufgrund des Kino-Blockbusters Fast 9 ein passendes Update spendiert, ein neuer Modus für Fall Guys und. Zu Overwatch gab es auch einen neuen Info-Happen in Form eines Teasers zum Redesign von Sombra und Baptiste. Escape von Tarkov bekommt endlich die lang ersehnte Streets of Tarkov-Map. Das MMORPG Lost Ark hat einen Europa-Release-Trailer spendiert bekommen und bereits heute am 11.06. startet um ca. 21 Uhr die Alpha in Europa. In Asien gilt das Spiel als Pay-to-Win-Titel, was dort sehr gut funktioniert. Für Europa wird der Shop wahrscheinlich angepasst. Bandai hat auch einiges gezeigt, wie zum Beispiel neue Trailer zu Tales of Arise und House of Ashes. Hierzu gibt es aber mit Sicherheit noch mehr am kommenden Dienstag, da hat Bandai nochmal eine eigene Show. Der große Jeff Goldblum war ebenfalls da und hat es sich nicht nehmen lassen, mit viel Gänsehaut persönlich Jurassic Park Evolution 2 anzukündigen. Es gab erstes Gameplay zur Evil Dead Versoftung. Das Spiel von den World War C Machern kommt mit Koop und PvP-Modus. Und zum Schluss dann die ganz große Überraschung, direkt zum Start des Summer Game Fest wird das am meisten erwartete Game mit einem ersten Gameplay-Trailer gezeigt. Elden Ring wurde somit endlich richtig vorgestellt und das bereits mit einem Release-Termin. Schon am 21. Januar 2022 kommt es raus. Das war es dann auch schon wieder für diese Woche mit den 100 Sekunden Gaming News. Wollt ihr dieses Format weiter unterstützen, dann gebt doch gerne ein Like, diskutiert mit mir über die aktuellen Gaming News in den Kommentaren und gebt das Video gerne auch an Freunde, Bekannte und Familie weiter, die daran Interesse haben könnten. Wollt ihr es komplett übertreiben, könnt ihr mir auf Twitch gerne ein Abo dalassen. Dies geht mit Amazon Prime auch kostenlos. Vielen Dank und bis zum nächsten Video. Ihr wisst Bescheid, immer schön weiterzocken.